Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mittlerweile ist der Monat Juli wieder super schnell umgegangen. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Jahr fliegt einfach nur an uns vorbei, was wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der generellen Gesundheitslage, die seit einigen Monaten ja schon im Land besteht, zusammenhängt. Aber das heißt, der Monat ist vorbei und ich kann euch meine Favoriten des Monats zeigen. Und ich muss euch ehrlich sagen, im Juli habe ich nicht so viel Neues entdeckt und noch nicht so viel Neues getestet. Und es gibt auch nicht so viel, was mich super, super doll begeistert hat. Oder wenn es so ist, dann nichts, was ich jetzt wirklich mit ruhigem Gewissen empfehlen kann, weil ich es einfach nicht so oft benutzt habe. Und ich habe letztens zufälligerweise ein Video von James Welsh gesehen. Wenn ich es finde, dann verlinke ich es nochmal in der Infobox. Falls nicht, verlinke ich auf jeden Fall seinen Account. Er ist ein englischer YouTuber, der Videos über K-Beauty-Produkte macht, also hauptsächlich über Hautpflegesachen. Und ich habe ein Video auf seinem Account gefunden, wo er seine Favoriten mal ein bisschen anders dargestellt hat, weil es einfach oft so ist in der Realität, dass man nicht so viel Neues testen kann, sei es unter welchen Umständen auch immer, dass man wirklich hier, weiß ich nicht, 5 Sachen zeigt, kann und die ruhigen Gewissens auch empfehlen kann. Diesen Monat ist es einfach so, dass ich nicht so viele Neuheiten habe, die ich euch zeigen will. Will jetzt aber auch nicht ein 2 Minuten langes Video machen, um euch eine Sache zu zeigen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das so wie er. Er hat nämlich verschiedene Fragen sich aufgeschrieben und dazu passende Produkte rausgesucht. Und die will ich euch jetzt quasi aufs Deutsche übersetzt zeigen, um euch meine passenden Produkte für diese Kategorien zu zeigen. Und die erste Frage bzw. erste Aufgabe ist in dem Fall, ein Produkt zu zeigen, das einen guten ersten Eindruck hinterlassen hat. Und da habe ich definitiv den Primer von Dominique Cosmetics in Zusammenarbeit mit JD Wadey 180. Das ist ein Hydrating Primer, den hatte ich ja netterweise von Purish zugeschickt bekommen und fand ihn in meinem Video, was ich euch damals gezeigt habe, auch ziemlich, ziemlich gut. Der hat einen guten ersten Eindruck hinterlassen, ist eine sehr, sehr angenehme Konsistenz. Ich hätte ihn sehr, sehr viel dicker erwartet, aber er ist doch etwas gelartiger, dünnflüssiger, als ich dann tatsächlich, wie gesagt, gedacht hatte. Lässt sich sehr, sehr angenehm auf der Haut verteilen. Man braucht auch nicht so viel. Ich habe auch, als ich ihn dann ohne Video mal benutzt habe, viel, viel, viel zu viel davon benutzt. Also die Konsistenz verleitet irgendwie dazu, dass man ein bisschen mehr benutzen will. Auf der Haut wird er dann richtig, richtig angenehm. Lässt sich so ein bisschen silikonig verteilen. Also man hat, da sind auch Silikone drin auf jeden Fall in den Inhaltsstoffen. Lässt sich, wie gesagt, sehr, sehr angenehm verteilen und hat dann auf der Haut einfach ein super, super weiches, angenehmes Hautgefühl. Und man fühlt sich total erfrischt, einfach auch durch diese gelartige Konsistenz, die er hat. Und dazu riecht er auch noch wie ein verdammter Sommercocktail. Also er riecht sehr, sehr angenehm und lecker und frisch, einfach so ein bisschen nach Melone und Gurke. Und insofern ist das, finde ich, eine sehr, sehr gute Neuentdeckung von mir. Aber das ist halt so ein Produkt, wo ich sagen kann, den habe ich jetzt bloß 3-mal benutzt. Ich fand ihn zwar auch 3-mal gut, aber das heißt ja nicht, dass er mit all meinen Foundations funktioniert. Vielleicht hatte ich jetzt wirklich einfach bloß Glück und mit allen anderen Foundations funktioniert er nicht. Das heißt, ich habe den noch nicht so lange testen können, um jetzt wirklich euch den als Favorit vorzustellen. Und das war auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich diese Art Video jetzt heute mal mache. Und der fällt einfach in die Kategorie, hat einen sehr, sehr guten ersten Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe ihn auch ein paar Mal öfter noch benutzt in der Zeit, aber ich habe jetzt nicht die Foundation-Vielfalt in der letzten Zeit benutzt, als dass ich wirklich ruhigen Gewissens sagen könnte, er funktioniert mit allen und er hat immer ein gutes Hautbild hinterlassen. Deswegen, ist es auf jeden Fall ein Produkt, was einen sehr, sehr guten ersten Eindruck hinterlassen hat. Der nächste Punkt ist ein Produkt, das ich nonstop benutze, seit ich es habe. Und es ist das IT Cosmetics Your Skin But Better Setting Spray mit Hyaluronsäure, Kokosnusswasser und Aloe Vera Extrakt. Das habe ich ja in einem Neuheiten-Video getestet und ihr habt im Video gesehen, dass mir der Sprühkopf nicht so doll gefallen hat. Deswegen habe ich es tatsächlich mittlerweile umgefüllt in dieses kleine Spray hier von Amore Vixa. Und das hat einen deutlich, deutlich angenehmeren Sprühkopf. Also das kommt da wirklich als feiner Nebel raus. Das heißt, das hier habe ich tatsächlich gar nicht mehr so häufig benutzt. Nur ein paar Mal noch und habe es dann einfach komplett umgefüllt. Beziehungsweise passt nicht alles rein. Hier ist noch was drin, weil das Spray einfach zu klein ist. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Hier gefällt mir der Sprühkopf deutlich besser. Und so kann ich auch das Ergebnis besser beurteilen. Und wenn das wirklich so ein ganz, ganz feiner Nebel ist, dann ist es so ultra angenehm auf der Haut. Es hat halt auch diese Inhaltsstoffe, um euer Make-up wirklich zu verlängern. Und was ich in letzter
letzter Zeit auch häufiger gemacht hatte, ist, dass ich einfach mein Schwämmchen damit so ein bisschen feucht gemacht habe und damit dann auch so ein bisschen übers Gesicht rüber gegangen bin. Also, dass ich wirklich, wenn ich zum Beispiel Concealer aufgetragen habe oder so ein bisschen Foundation, um meine Rötungen zu überdecken, dass ich da dann den Schwamm ordentlich angesprüht habe mit dem Spray und dann bin ich so ein bisschen nochmal rüber gegangen. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass das mein Make-up nochmal deutlich verlängert und zudem finde ich das einfach so angenehm in dem aktuellen Wetter, wo es wirklich teilweise auch deutlich wärmer ist. Heute ist zum Beispiel auch so ein ultra warmer Tag bei uns. Sich einfach so ein Erfrischungsspray ins Gesicht sprühen zu können, auch mal zwischendurch. Das hat jetzt natürlich noch die perfekte Reisegröße, weil hier jetzt einfach nur noch 30 Milliliter quasi drin sind. Also das könnte ich mir auch in den Rucksack oder in die Handtasche schmeißen und einfach unterwegs mitnehmen und dann mal so ein bisschen, wenn es sein muss, zwischendurch auffrischen. Also funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich mag den Duft total gerne. Ich weiß, Duft in Pflegeprodukten ist immer so eine Sache, aber beim Make-up akzeptiere ich es auch. Insofern ist das für mich auch kein Problem. Und es hat wirklich diese Make-up-verlängernden Qualitäten und Eigenschaften und das schätze ich sehr an diesem Spray. Wie gesagt, es ist jetzt bloß die Frage, ich weiß nicht, ob bei allen dieser Pumpkopf so doof ist. Bei mir war er leider ein bisschen doof, aber ich hatte Gott sei Dank noch ein leeres Fläschchen, wo ich es umfüllen konnte und seitdem benutze ich das wirklich nonstop. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt, was einen Holy Grail Status erreicht hat und das ist definitiv die Hourglass Palette bei mir. Das ist die Metallic Strobe Lighting Palette. Ich habe es mir endlich gemerkt, diesen Namen. Und dafür, dass ich sie erst nicht haben wollte, war ich dann am Ende wirklich, wirklich froh, dass ich sie mir doch gekauft habe, weil seitdem ich sie habe, benutze ich sie auch einfach übertrieben oft und ist einfach so eine wundervolle Textur. Die haben so eine seidige, feine Konsistenz, wenn man die auf der Hand auch swatcht, wenn man da schon reingeht, das fühlt sich einfach so angenehm und weich an. Die haben einfach so einen krassen Wumms auch, die Farben, also so einen wirklich, wirklich metallischen Effekt. Die einzige Farbe, das hatte ich euch schon mal gesagt, die ein bisschen zu dunkel ist, ist der dritte Ton, den ich jetzt hier geswatcht habe. Aber ich mische sowieso alle zusammen. Also ich gehe einfach wirklich mit einem Pinsel rein und mische das hier so alles zusammen und gebe mir das dann auf die Wangen. Und das hat so einen wunderschönen Effekt. Wir haben hier einmal diesen hellen rosanen Ton, dann haben wir diesen so ein bisschen gelblichen Ton, der auf jeden Fall die meiste Power hat. Und dann halt am Schluss diesen noch ein bisschen dunkleren, bronzigeren Ton. Also der wäre mir auf jeden Fall zu dunkel. Aber dadurch, dass ich halt einfach alle zusammen mische, funktioniert das ganz gut. Und dadurch hat man einfach so einen übertrieben schönen metallischen Highlighter. Wer das nicht mag, man kann die auch ein bisschen dezenter auftragen, aber ich glaube, der Sinn und Zweck der Sache ist einfach bei diesen Highlightern, dass die wirklich extrem sind und dass die schön sind. Die betonen, finde ich, nicht so Unreinheiten oder irgendwas. Ich hatte jetzt hier eine Zeit lang auf der Seite, hier so an der Stirn und hier so ein bisschen die Schläfe entlang, so mini kleine Pickelchen, wie so Unterlagerungen. Wahrscheinlich, weil ich sehr, sehr viel in meiner Pflege in letzter Zeit umgestellt habe. Und ich trage meinen Highlighter ja auch hier immer ein bisschen auf, also hier so an der Schläfe mit. Ich ziehe das quasi immer hier so wie so ein C richtig mit hoch, hatte aber nicht das Gefühl, dass das hier dadurch übermäßig betont wird. Auf der anderen Seite war nichts, also war jetzt nicht mein Problem. Insofern, dieses Highlighter-Trio hat definitiv bei mir Holy Grail-Status erreicht. Das wird definitiv in meinen Jahresfavoriten vorkommen. Ihr solltet dazu schlagen, solange ihr noch könnt. Ihr könnt auf jeden Fall warten, bis es vielleicht mal wieder irgendwo 20% gibt, denn der Grundpreis von dem Set ist schon leider ziemlich teuer, das muss man sagen. Hourglass ist halt nun mal einfach keine drogeriepreisige Marke, aber das ist wirklich ein Produkt, wo es sich absolut lohnt, meiner Meinung nach, sich das zuzulegen. Als nächstes kommt ein Produkt, das ich gut finde, aber zu dessen abschließender Beurteilung ich noch ein bisschen mehr Zeit brauche, ein bisschen mehr Zeit, um es zu testen. Und da habe ich hier den Pyeongchang Jewel Mist Toner mir rausgesucht. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal getestet und finde ihn halt gut. Aber er ist jetzt nicht übermäßig begeisternd für mich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich, wirklich, wirklich schon einen Vorteil davon sehe. Mag wahrscheinlich aufgrund der Einfachheit der Produkte auch sein oder in dem Fall aufgrund dieses Produkts. Weil es jetzt einfach nicht, es hat jetzt nicht die wahnsinnig rötungsmindernden Eigenschaften oder, weiß ich nicht, hautberuhigend oder irgendwas. Also man hat einfach nicht so diesen Soforteffekt. Und dadurch, dass ich ziemlich viele neue Pflegeprodukte benutzt habe, wo ich auch wirklich gute Erfolge bisher schon erzielt habe oder auch wirklich auch die, jetzt sag mal, Eigenschaften deutlich für mich spürbar waren, die Vorteile, die das Produkt bringt, ist das hier einfach so ein bisschen, dass ich noch nicht richtig weiß, was tut dieses Spray jetzt für mich. Ich muss auch dazu sagen,
Ich muss auch sagen, mir gefällt der Sprühkopf hier leider überhaupt nicht. Der ist wirklich super unangenehm. Also das spritzt richtig nur raus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier einmal vormachen will. Das ist einfach nur richtig, das spritzt einfach einem nur richtig doll ins Gesicht. Sah jetzt hier deutlich feiner aus, als es am Ende ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn man dann komplett in der Pflegeroutine drin ist und sich das ins Gesicht sprüht, es fühlt sich einfach super unangenehm an. Also ich halte das schon richtig, richtig weit weg und gehe dann nochmal so leicht übers Gesicht drüber, dass halt auch wirklich alles bedeckt ist, weil ich habe das Gefühl, da kommen so richtig dicke Tropfen raus, die aber halt nicht alles erwischen. Also so ein feiner Nebel wäre angenehmer gewesen. Das ist jetzt ja einfach wirklich bloß so ein sehr, sehr unangenehmer Sprühkopf. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, aber das ist wirklich so ein Produkt. Ich finde es gut, aber ich muss es noch weiter testen, um wirklich auch für mich den Vorteil daraus ziehen zu können oder um überhaupt mal zu sehen, was der Vorteil für mich ist. Ich werde wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen mal die anderen Pflegeprodukte so ein bisschen reduzieren, um wirklich zu schauen, habe ich dann trotzdem die Feuchtigkeit, die meine Haut braucht, allein mit diesem Spray oder fehlt dann vielleicht irgendwo was? Also das Produkt kann ich einfach noch nicht abschließend beurteilen, deswegen ja, ist es gut, aber muss für mich noch weiter getestet werden, ob es auch wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Ein Produkt von meiner Wunschliste und aktuell ist tatsächlich auf meiner Wunschliste ein Gesichtsroller drauf. Ich blende euch mal ein Bild ein. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Rosenquarz-Gesichtsroller, Jade-Gesichtsroller oder wie auch immer sie sich alle nennen. Da gibt es ja auch zig verschiedene Marken. Die kann man bei Amazon kaufen, die kann man bei Douglas kaufen und sonst wo alles. Und letztendlich, es ist eigentlich nur Schnickschnack. Ich habe sowas auch immer ja jetzt nicht so gut und wirksam angesehen, weil ich mir immer dachte, das bringt doch eigentlich nichts, ne? Das ist ja jetzt nicht, es hat jetzt keine wahnsinnigen Eigenschaften im Sinne von, dass eure Pflege dadurch tiefer in die Haut eindringt oder sonst was. Das kann dieser Roller alles nicht. Also eigentlich ist es bloß so ein fancy Beauty-Tool, was man nicht unbedingt braucht. Aber ich hätte es trotzdem gerne. Einfach so ein bisschen, das ist so ein bisschen, mittlerweile meine Hautpflegeroutine macht mir einfach so viel Spaß, die Sachen auch aufzutragen, dass ich mir vorstellen kann, das hat so ein bisschen so einen kleinen Spa-Effekt für mich auch, wenn man dann wirklich auch so einen, ich sag jetzt einfach mal Rosenquarzroller hat und so ein bisschen übers Gesicht rübergehen kann, fast wie so eine kleine Massage, vielleicht auch unter den Augen lang, die ja bei mir, gerade wenn ich morgens aufstehe, auch immer so ein bisschen angeschwollen sind und ich ja auch sehr, sehr starke Augenringe habe. Vielleicht kann dann dadurch, wenn ich den vorher in den Kühlschrank gepackt habe, die Schwellung so ein bisschen zurückgehen und als einfach so ein bisschen lindern oder generell, wenn man vielleicht im Winter, es ist irgendwie so ein bisschen kalt und man muss dann da seine Creme ins Gesicht geben, vielleicht kann man den vorher so ein bisschen anwärmen oder so durch die Haut, dass man den so ein bisschen aufwärmt einfach und dann damit übers Gesicht geht. Also gibt ja zig Möglichkeiten, wie man die dann benutzen kann. Letztendlich, ich weiß, dass es für die Hautpflege an sich keinen Vorteil bringt, aber dass man einfach so ein bisschen diese Me-Time hat, also einfach die Zeit für sich selber einplant und auch wirklich benutzt und auch wirklich so ein bisschen relaxed in der Zeit und nicht immer nur einfach da steht, husch, 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 alles schnell mal zwischen Tür und Angel erledigen, sondern wirklich sich die Zeit auch nimmt. Letztendlich, ich nehme mir die Zeit ja auch, um mich zu schminken, dann möchte ich mir die Zeit auch nehmen, um meine Haut wieder von dem ganzen Make-up und Sonnenschutz zu befreien und auch wieder ein bisschen zu pflegen. Und ich glaube, da würde mir so ein Rosenquarzroller oder was auch immer Spaß machen und Freude bereiten und vor allem ist ja auch die andere Sache, wer vielleicht an die Wirkung von Kristallen glaubt, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema für sich, gibt ja auch unterschiedliche Edelsteine, also ein Rosenquarz hat jetzt, ich sage mal, andere heilende Eigenschaften als ein normaler Bergkristall oder irgendwas. Wer vielleicht jetzt nicht an die Pflegewirkung an sich glaubt, vielleicht glaubt derjenige dann einfach an die Wirksamkeit von Kristallen auf dem Körper. Also da gibt es ja nochmal diesen Aspekt. Und ich würde mir einfach sehr, sehr wünschen, das mal auszuprobieren. Letztendlich, was soll Schlechtes passieren? Also was Schlimmes kann davon ja nicht passieren insofern. Auch wenn es eigentlich unnötig ist und eigentlich nur ein bisschen fancy Beauty-Kram ist, würde ich gerne mal so einen Roller probieren. Das waren die Fragen von James Welch und ich habe noch eine eigene Frage hinzugefügt, weil ich bei den letzten Videos immer mal gemerkt habe, wenn ich meine Monatsfavoriten gezeigt habe, dass euch auch interessiert, was so abseits von Make-up passiert und gerade an Büchern sind auch immer viele von euch interessiert. Deswegen habe ich einfach noch die Frage mit eingefügt, was ich aktuell gelesen habe, also im Monat Juli. Traurigerweise komme ich immer nicht ganz so viel zum Lesen, wie ich gerne wollen würde, weil einfach durch den Vollzeitjob, also 40-Stunden-Job und YouTube, was auch sehr, sehr viel Zeit frisst. Am Wochenende will ich dann die Zeit natürlich mit meinem Freund nutzen. Wir wohnen ja nicht zusammen. Insofern will ich natürlich am Wochenende so wenig wie möglich anderen Krempel zu tun haben und mich halt auf ihn konzentrieren können. Insofern bleibt immer nicht ganz so viel Zeit zum Lesen. Meistens höre ich tatsächlich Hörbücher, wenn ich zum Auto fahre.
zum Auto fahre, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Auto, so rum. Habe aber in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr gelesen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen für mich die Ausflucht aus der aktuellen Realität, die mir nicht so gut gefällt, weil es in meiner Familie wieder, einen Fall gibt mit sehr, sehr starken gesundheitlichen Problemen, was mich ziemlich belastet, was mich sehr, sehr stresst auch und mich traurig macht. Und ich glaube, dann ist immer Lesen so ein bisschen für mich einfach die Flucht in eine andere Realität. Ihr wisst auch, ich lese sehr, sehr gerne Fantasy-Bücher. Und da kann man ja besonders gut abschalten, finde ich, und so ein bisschen aus der Realität entkommen. Also glaube ich jedenfalls, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist, warum ich in letzter Zeit wieder so verrückt nach dem Lesen bin. Und vor allem nach dieser einen Reihe. Und zwar habe ich im Monat Juli von Throne of Glass den dritten Teil beendet, Die Erben des Feuers. Die Reihe ist von Sarah J. Maas geschrieben worden. Und ich habe letztes Jahr schon angefangen mit Teil 1 und 2, die fand ich auch gut, aber dann gab es irgendwie so eine Leseflaute bei mir. Ich habe den sogar auch bis zur Hälfte in etwa gelesen gehabt, letztes Jahr schon. Und dann gab es irgendwie so eine kleine Leseflaute bei mir und ich habe einfach komplett mehrere Monate gar nicht mehr gelesen. Und jetzt habe ich mir immer gedacht, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Diese Reihe ist unter Buchliebhabern und auch in diesem Fantasy-Genre super, super, super gehypt. Alle lieben diese Reihe und ich dachte mir, ich muss jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Und ich habe auch so oft gehört, dass es einfach von Band zu Band immer besser wird und muss ich definitiv zugeben. Also der dritte Band hat mir bisher mit Abstand am besten gefallen, von 1 bis 3 logischerweise, mehr habe ich jetzt noch nicht gelesen. Um es mal so kurz anzureißen, worum es geht, ich kann euch jetzt natürlich nicht erzählen, worum es in Teil 3 geht, weil man dann einfach zu viel spoilern würde. Aber in Teil 1 lernen wir eine junge Assassinin kennen, die heißt Selena Sardothian. Das ist auch wahrscheinlich die auf dem Titel, nehme ich jetzt einfach mal stark an, denn die ist auf allen Bänden mit drauf. Und wir lernen sie kennen als Sklavin in einem Arbeitslager. Und zu ihr kommt der Kronprinz vom Land, also quasi der Sohn des Königs, und bietet ihr einen Handel an oder einen Deal, um sie sozusagen aus diesem Sklavenlager zu befreien. Und Selena ist einfach die bekannteste und berüchtigtste Assassinin überhaupt aus diesem Land und auch nur durch den König überhaupt in diesem Sklavenlager gelandet. Deswegen ist sie natürlich nicht super begeistert von der Aussicht, dass sie jetzt im Namen des Königs, sage ich jetzt mal, was machen soll. Aber es wird ihr halt einfach auch die Aussicht auf Freiheit geschenkt und ich denke mal, das würde wahrscheinlich keiner ablehnen. Insofern geht sie dann auf den Handel ein. Sie soll nämlich an einem Wettkampf teilnehmen, wo mehrere, ich sag jetzt einfach mal Kämpfer, Krieger, Assassine, was auch immer, wo mehrere Leute gegeneinander antreten in verschiedenen Wettkämpfen, die im Schloss des Königs selber auch stattfinden und wo am Ende dann halt ein Sieger gekürt wird. Alle anderen, könnte auch sein, dass die bei den Wettkämpfen umkommen. Das ist dann halt so, ne? Also damit muss man dann leben. Das gibt halt letztendlich nur die Wahl für sie, da zu gewinnen und am Ende diesen Wettkampf zu bestehen als einzige Siegerin. Und dann darf sie, wenn sie gewonnen hat, dürfen für den König arbeiten. Aber wie gesagt, man stellt ihr in Aussicht, dass sie, wenn sie eine gewisse Zeit für den König dann auch gearbeitet hat, sollte sie gewinnen, auch frei kommt sozusagen. Und das ist natürlich etwas, was sie sehr, sehr lockt, weil in diesem Arbeitslager, wo sie ist, diese Sklavenarbeit, da sterben einfach sehr, sehr viele und das würde sie mit Sicherheit auch nicht überleben, wenn sie dort weiterbleiben würde. Und diese Wettkämpfe, die sie dann da mitmacht, sind halt unterschiedlicher Art und auch ziemlich spannend zwischendurch. Es passieren noch ganz andere Sachen im Schloss, wo man sich dann schon so denkt, was ist da los? Also so ein bisschen in die übernatürliche Richtung. Das ist dann halt dieser Fantasy-Anteil, der da durchkommt. Und es wird einfach super, super spannend, gerade natürlich auch dann zum Ende hin, wenn es dann um den letzten Kampf geht. Ich meine letztendlich, dass ich euch Teil 3 zeige, kann man sich ja eventuell schon denken, dass sie da nicht bei umkommt bei diesem Wettkampf. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass von Band zu Band es immer spannender wird, weil es in den ersten Teilen noch sehr, sehr stark um diese königliche Sache geht, um das Leben dann, sage ich jetzt mal, da in diesem Schloss. Und ab Band 3 dann nicht mehr so sehr. Da entwickelt sich dann alles nochmal ein bisschen anders. Und das fand ich einfach viel, viel spannender dann nochmal ein bisschen. Das hat sich einfach so viel geändert. Und man konnte irgendwann gar nicht mehr aufhören zu lesen und wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Dann habe ich noch zusätzlich ihre Vorgeschichte gelesen. Das ist nämlich, Selenas Geschichte heißt es einfach. Das sind so 5 kleine Mini-Geschichten. Da hatte ich auch auf Instagram letztens euch gefragt, wer die Reihen schon komplett durchgelesen hat. Also es sind, glaube ich, 7 Teile hat die Reihe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, 6 oder 7 Teile. Und ich habe schon öfter gehört, dass es am besten ist, wenn man die Vorgeschichte über Selena nach Band 3 liest. Und habe euch auf Instagram dazu gefragt,
und mir haben einige von euch, die auch so ein bisschen bücherverrückt sind, darauf geantwortet, ich liebe die Reihe und habe schon mehrmals alles durchgelesen und total toll und konnten mir dann quasi auch weiterhelfen. Warum juckt meine Nase die ganze Zeit? So, was soll das? Auf jeden Fall war dann so die meiste Antwort tatsächlich nach Band 3 macht es am meisten Sinn, deswegen habe ich es eingeschoben, obwohl ich eigentlich wirklich Lust hatte, Band 4 gleich weiterzulesen. Aber es war doch jetzt ganz gut. Ich habe Band 4 nämlich schon angefangen und hier erfährt man einfach so ein bisschen was über ihre Vergangenheit. Zum Beispiel, wie sie in diesem Sklavenlager da überhaupt gelandet ist, in den Minen, wo sie dann da quasi schuften musste, wie sie da überhaupt hingekommen ist, durch was für einen Hinterhalt, sage ich jetzt mal, durch was für eine Geschichte dahinter steckt. Und man lernt sie einfach so ein bisschen kennen, wie sie vorher war und wie sie als junge Assassinin war. Und das wurde tatsächlich jetzt in Band 4 auch schon ein, zwei Mal so leicht angeschnitten. Aber ich sag mal, wenn man jetzt den kompletten Band schon vorher gelesen hat und einfach weiß, was da so hintersteckt und warum sie so ist und warum sie in gewissen Situationen vielleicht auch so handelt, wo man ohne das Hintergrundwissen denken würde, das ist dein Problem. Also insofern war das auf jeden Fall gut, dass ich ihn jetzt vor Teil 3 gelesen habe und bin von der Reihe bisher sehr, sehr angetan. Freue mich sehr, sie weiterzulesen, vor allem, dass es auch so viele Reihe noch, also viele Bände noch in der Reihe gibt. Also wie gesagt, ich glaube, es sind 7 Teile am Ende. Heißt, da hat man wirklich ordentlich zu tun. Und ich glaube, der letzte Teil ist auch über 1000 Seiten lang. Also da sitzt man dann wahrscheinlich eine Weile dran. Mag ich aber sehr, sehr gerne, gerade wenn einem die ganze Welt auch sehr, sehr gefällt. Und ich habe von Sarah J. Maas schon die andere Reihe gelesen, die sie hat, nämlich die Reich der 7 Höfe Reihe. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich überhaupt nur auf die Idee kam, die Bücher zu lesen. Also, dass ich überhaupt auf Throne of Glass gekommen bin. Weil so, ich bin immer jemand, der auch sehr, sehr stark aufs Cover achtet. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Cover hätte mich jetzt nicht dazu angeregt, es zu kaufen. Die Geschichte an sich ist so, ja, es klingt okay, wenn man es das erste Mal so von der Rückseite liest. Aber hätte mich jetzt nicht so mitgerissen, wenn ich nicht das Reich der 7 Höfe letztes Jahr gelesen hätte und es mich einfach so krass geflasht hätte, dass ich so in diese Welt abgetaucht bin, die in Grundzügen auch ähnlich ist. Also es spielt schon in der gleichen Fantasy-Welt, sage ich jetzt mal, dass man schon so ein bisschen Vorwissen hat, wenn man das hier anfängt zu lesen. Hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht, was ziemlich traurig ist, weil Throne of Glass mir wirklich bisher sehr, sehr gut gefallen hat. Also für Fantasy-Liebhaber beide Reihen bisher sehr, sehr empfehlenswert. Und ich glaube, ich habe an dieser Stelle länger über die Bücher gequatscht als über die Make-up-Produkte. Was sagt das in diesem Monat über mich aus? Ja, ihr Lieben, dann waren das jetzt meine Juli-Favoriten, die ich diesen Monat mal ein bisschen anders aufgezogen habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ich hätte mich jetzt hier einfach nicht hinsetzen wollen und nur zwei Sachen zeigen und sagen, ja, die finde ich gut, aber alles andere nicht. Oder doppelt und dreifach zeigen. Ich habe dann zufällig das Video gesehen von James Welsh und fand das so gut, dass ich das einfach ein bisschen abgewandelt noch nachmachen wollte. Insofern, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir doch mal gerne, wie euer Monat Juli war in Produkten. Also was habt ihr neu entdeckt? Was fandet ihr gut? Vielleicht beantwortet ihr quasi auch diese Stichpunkte, die ich jetzt gesagt habe, könnt ihr gerne machen. Lasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr doll freuen und mich freut natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!